Unser Tagungsort ist ein Ort des Friedens und der Menschenrechte. Die Vereinten Nationen hier in Bayern arbeiten gemeinsam an unseren gemeinsamen Werten. Ich danke Deutschland für seine herausragenden Beiträge zur Arbeit der Vereinten Nationen und für seine Gastgeberrolle des G7-Gipfels, auf dem wichtige Probleme der Menschheit behandelt werden sollen. Meine Damen und Herren, Exzellenzen, die großen globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind zahlreich und erfordern eine gemeinsame Antwort. Ich mache mir insbesondere Sorgen um das Thema der Migration. Migration, die getrieben wird durch Bürgerkriege, Unterdrückung, Armut und die Unterdrückung der Menschenrechte. Im April war ich in Sizilien am Mittelmeer mit dem italienischen Premierminister Matteo Renzi und der europäischen Außenbeauftragten Federica Mogherini und habe dort gesehen aus erster Hand, wie groß das Problem ist. Ich möchte meinen Dank aussprechen an Deutschlands und Bayerns Willkommenspolitik, die als Modell dient für andere europäische Länder. Wir müssen gemeinsam handeln, um auch eine andere Wanderungsbewegung zu bekämpfen. Ich beziehe mich hier auf die Wanderungsbewegung von jungen Menschen, die europäische Länder verlassen, um zu terroristischen Gruppen zu stoßen und mit ihnen zu kämpfen. Junge Menschen, auch aus Deutschland, reisen in andere Länder der Welt, um dort den hasserfüllten Kampf zu führen, statt zu Fortschritt und Frieden beizutragen. Ich möchte die Jugend in die Lage versetzen, diesen gewaltbereiten Extremismus zu besiegen. Und ich zähle auf die Mobilisierung kultureller und religiöser Führungspersönlichkeiten und des Bildungswesens, um gegenseitigen Respekt und Harmonie zu fördern. Gleichzeitig arbeiten wir daran, Konflikte zu lösen, demokratische Institutionen aufzubauen, die Menschenrechte zu fördern und die Armut und den Klimawandel zu bekämpfen. Das sind Themen, die im Zentrum unserer Mission stehen, in diesem 70. Jahr des Bestehens der Vereinten Nationen. Gemeinsam sind wir stärker. Deutschlands Einsatz für die europäische Integration hat dabei geholfen, alte Wunden zu heilen und den Frieden zu sichern und Wohlstand zu sichern. Ich begrüße diese Führungsrolle Deutschlands. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie uns zusammenarbeiten, noch enger zusammenarbeiten, auch zwischen Deutschland und den Vereinten Nationen und allen Mitgliedern der Vereinten Nationen, um diese Welt besser zu machen. Morgen werden wir in dem wunderschönen Tal von Schloss Elmau zusammenkommen und ich bin mir sicher, dass wir dort Seite an Seite stehen, um gemeinsam für eine bessere Welt einzutreten, zum Wohle der Menschen, denen wir dienen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Deutschland das Allerbeste. Dankeschön für Ihre Gastfreundlichkeit. Dankeschön.